grüße euch in mein Tageshoroskop am 15. Juli 2017. Die alten arabischen Astrologen sagen für den heutigen Tag, und es beschreibt das Mondhaus, was nichts anderes ist als die Tagesbewegung des Mondes. Der heutige Tag ist gut für einen Neuanfang, etwas in Bewegung zu setzen und einen Vertrag unterschreiben, etwas befestigen. Und das ist die schöpferische Kraft, weil hier ist ein Brunnen und das ist das Ende des Flusses Eridanus und hier wirkt auch ein Wassereimer. Und das ist natürlich symbolisch gemeint, wir sollen von diesem Quellwasser, mit diesem Wassereimer, diese frischen Wasser schöpfen. Und das ist die schöpferische Kraft und die Brunnen ist unsere Intuition. Und so heißt auch dieses heutige Mondhaus die vordere Tülle des Wassereimers. Und das ist diese Kraft, was sich etwas bewegt in den heutigen Tag. Aber es kommen auf den Mond auch Einflüsse von außen und das ist das Sternbild Walfisch. Und das sagt aus, jemand versucht etwas zu erzwingen oder etwas uns vorzuschreiben und da sollen wir ein klares Nein zu sagen, weil so bleiben wir in Kraft. Und diese Botschaft bekommen in erster Linie die Wiedergeborenen, die Löwengeborenen und die Schützengeborenen. Und die Geschichte, was gerade in diesem Bereich noch wirkt, das ist die Geschichte von Andromeda. Das habe ich gestern erzählt im Tageshoroskop. Ich möchte nicht jedes Mal wiederholen, aber das ist die Befreiung. Befreiung von Zwang, Befreiung auch von Ängsten. Und das wird nicht zulassen, dass uns jemand etwas vorschreibt, wenn wir das nicht wollen. Und wenn wir davon befreien können und haben die Mut und die Kraft auch mal Nein zu sagen, dann beginnt etwas Neues. Und das ist dieser Neuanfang und dann spüren wir diese schöpferische Kraft. Und wie trifft das die einzelnen Tierkreiszeichen? Im Tierkreiszeichen Wiedergeborenen bewegt sich etwas. Es ist auch ein Heilenergie. Wir bereinigen gerade etwas. Und wir sollen darauf achten, dass bestimmte Sterne wirken von Sternbild, Walfisch. Und das sendet uns eine Botschaft. Jemand versucht uns etwas erzwingen oder etwas vorschreiben. Und es ist auch die Befreiung, mal sagen Nein, ein klares Nein. Und dann spüren diese schöpferische Kraft, diese schöpferische Energie, dieser Brunnen, was nichts anderes ist als unsere Intuition. Und da schöpft dieses Quellwasser schöpfen. Dann kommt das im Fluss. Und dann kommt es mit Leichtigkeit, weil wir fühlen uns wie befreit. Wenn wir Nein sagen können, dann können wir auch aufatmen. Und das ist die Bewegung gerade bei den Wiedergeborenen. Dann in die Liebe Partnerschaft gibt es auch Glück und die Wiedergeborenen fühlen auch ihren Gefühlen. Und das ist auch ein wichtiges Thema, gerade auch Liebe Partnerschaft. Und bei vielen Wiedergeborenen ist es auch ein Neuanfang. Aber was noch wichtig ist bei den Wiedergeborenen, gerade die Beruf und Berufung. Viele Wiedergeborenen starten etwas Neues und suchen ihren wahren Berufung. Eine gute Nachricht oder ein Vertrag oder ein wichtiger Termin ist zum Erwarten. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen kommt in die kommenden Tagen etwas in Form. In die nächste Zeit ist ein wichtiges Thema bei den Stiergeborenen die Beruf und die Finanzen. Und sie werden das in Ordnung bringen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen fühlen sich jetzt befreit.
Sie sind begeistert von etwas. Einige Zwillingsgeborenen verlieben sich gerade neu. Liebe Partnerschaft ist ein wichtiges Thema, gerade bei den Zwillingsgeborenen, aber auch die Freundschaften und Bekanntschaften. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen verlieren gerade die Orientierung und das innere Gleichgewicht. Es kommen Einflüsse von außen und es verunsichert eher die Krebsgeborenen. Ein bisschen Geduld noch und erst dann können sie gut handeln oder etwas Neues beginnen, die Krebsgeborenen. Sie brauchen gerade Kraft und Orientierung und eine gewisse Zurückgezogenheit tut gut momentan für die Krebsgeborenen. Die Ruhe bewahren, von etwas zurückhalten und abwarten bis in die kommenden Tagen, dann aktiv sein kann, etwas in Form zu bringen oder Erfolg erzielen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen können mit einer guten Nachricht rechnen. Nicht nur die Löwengeborenen, sondern auch die Wagengeborenen, auch die Schützengeborenen und ich habe vergessen zu sagen, auch die Zwillingsgeborenen können mit einer guten Nachricht rechnen. Und es ist wichtig, dass die Löwengeborenen nicht nur in dieser Freude, in dieser guten Nachricht freuen können, sondern dass auch Gerechtigkeit kommt. Dass das auch Möglichkeiten, Chancen haben gerade und die Löwengeborenen spüren auch diese schöpferische Kraft. Sie stehen zu sich selbst. Die haben ein selbstbewusstes Auftreten. Die haben nicht nur in beruflichen Situationen gerade Glück, sondern auch in Gerechtigkeit kommt auch etwas im Gleichgewicht und sie haben auch die Leichtigkeit, auch das Glück, momentan in die Liebe Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Jungfrau Geborenen fühlen sich ein bisschen unsicher. Ihren Gefühlen verlieren die Gleichgewicht. Wo sie Erfolg haben oder etwas Angenehmes zum Erwarten ist, das ist die vertraute Umgebung, Freundeskreis, Bekannteskreis. Oder die Verwandtschaft, da Kontakte zu pflegen, Gespräche zu führen, das bringt die Jungfrau Geborenen wieder im Gleichgewicht und gibt Ruhe und wieder Kraft. Und das ist diese schöpferische Kraft, was mit dem die Jungfrau Geborenen etwas Neues beginnen können. Aber es ist nicht die richtige Augenblick zum Handeln, sondern erstmal abwarten, und dann in die kommenden Tagen Schritte machen oder etwas Neues beginnen, weil im Augenblick fühlt es sich noch sehr unsicher alles an. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen, diese Energie, was sie gehabt haben in der letzten Zeit, diese Ungerechtigkeit oder diese Enttäuschungen, ist vorbei. Was die Wagengeborenen erwarten können, das ist eine Überraschung oder eine Einladung oder ein Geschenk oder eine gute Nachricht und Möglichkeiten und Chancen und auch Glück, besonders in die Liebe Partnerschaft. Also die Wagengeborenen sollen frei sein und aufatmen, etwas Gutes ist unterwegs. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen ist ein wichtiger Bereich, gerade die wohnliche Situation. Und das gibt die Ruhe und das gibt die Kraft, das eigene Zuhause. Und da können sie auch ihre Intuition, ihre schöpferische Energie leben, in die Wohnung etwas verschönern, verbessern, verändern oder einen Umzug planen, vorbereiten oder gerade umziehen. Also die wohnliche Situation ist ein wichtiger Lebensbereich bei den Skorpiongeborenen. Oder ein Rückzug in eigenen vier Wänden, weil das gibt auch die innere Kraft für die Skorpiongeborenen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen können mit einer guten Nachricht rechnen. Oder eine Einladung, oder ein Geschenk, eine Überraschung. Und das ist schön und angenehm. Die Schützengeborenen werden Recht bekommen in einer bestimmten Situation. Aber kommt auch andere Einflüsse von außen
Und die Schützengeborenen verlieren ein bisschen die Orientierung und etwas unklar und undeutlich erscheint. Aber nicht unsicher sein, sondern genau hinschauen oder etwas noch überprüfen. Also im inneren Gleichgewicht bleiben ist wichtig bei den Schützengeborenen. Viele Schützengeborenen starten etwas Neues. Sie sollen auch die Tage genießen, die sind auch die Glückskinder des Tages. Besonders die Schützengeborenen, wo Mitte Dezember geboren sind. Aber die Ende Dezember Geborenen, und das gehört schon zum Tierkreiszeichen Steinbock, haben auch Glück in den heutigen Tag. Und die Tierkreiszeichen Steinbock geboren. Sie haben Ziele, Wünsche, Sehnsüchte, und das kommt auch in Form. Sie haben auch etwas verabschiedet, haben etwas losgelassen, und das kommt alles in Form. Heute sind noch Einschränkungen da. Ist auch nicht der richtige Moment, etwas Neues zu beginnen oder handeln, auch wenn die Begeisterung da ist, sondern abwarten und die kommenden Tage, man erst dann kommt es im Form und Abend Erfolg, die Steinbockgeborenen. Ein wichtiger Bereich ist Liebe, Partnerschaft, aber auch die berufliche Situation. Und da versuchen die Steinbockgeborenen auch orientieren, der Sicherheit, Stabilität bekommen oder etwas verbessern in beruflichen Situationen. Im Tierkreiszeichen Wassermann Geborenen ist ein wichtiges Thema in die Liebe Partnerschaft und haben auch Glück. Sie können endlich aufatmen und es ist etwas da, was gerade die Wassermann Geborenen begeistert. Es ist der Neuanfang, die Begeisterung, die schöpferische Kraft, die tolle Ideen. Und das können sie auch umsetzen. Und in die Liebe, Partnerschaft haben eine gute Zeit und viele Wassermann-Geborenen verlieben sich gerade neu. Aber ein Gespräch hat auch eine Bedeutung. Und nicht nur erwarten, dass andere kontaktieren, sondern auch Schritte machen und andere zuzugehen, die Kontakte suchen, die Kontakte herstellen wieder, weil das hat auch eine Wichtigkeit gerade bei den Wassermann-Geborenen. Die Tierkreiszeichen Fischer-Geborenen ist ein wichtiges Thema, gerade die Bewegung, etwas in Bewegung setzen oder Auto oder ein Führerschein oder eine Reise. Bei einigen Fischer-Geborenen hat eine Reise oder ein Urlaub eine wichtige Bedeutung. Die Fischengeborenen erleben auch einen Heilprozess. Etwas bereinigt sich. Es sind Veränderungen. Und die Fischengeborenen sind gerade dabei, altes Loslassen, Verabschieden, was Gefühle hervorruft wie Verletzungen und Enttäuschungen. Diese Energie, was in den vergangenen Tagen herrschte, diese Ungerechtigkeit, diese Enttäuschungen, das ist vorbei. Und diese Leichtigkeit spüren auch die Fischengeborenen. Und es ist schon jetzt in die Vorwärtsbewegung. Es kommt etwas im Fluss und es ist etwas da, was die Fischengeborenen begeistert im Augenblick. Und eine Reise ist auch sehr gut und hat auch eine Bedeutung. Und das war mein Tageshoroskop. Mein Kontaktdaten werde ich sofort einblenden. Und ich freue mich natürlich auch auf die Beratungen und ich bedanke mich für das Zuschauen, Dendera Susanna Medici.